Hi Toni Leisner, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut, ja. Du bist jetzt seit 100 Tagen in London bei QPR. Wie gefällt's dir? Gefällt's dir gut? Mir gefällt's sehr gut, ja. Der Verein hat mich gut aufgenommen. Die Stadt gefällt mir und meiner Familie sehr gut. Deswegen könnte es nicht besser sein, ja. Was waren die Gründe für diese Entscheidung? New Challenge? Ja, kann man so sagen. Also ich wollte eine neue Herausforderung. Ich denke, die habe ich auf jeden Fall bekommen, die neue Herausforderung. Wenn man das Niveau der zweiten englischen Liga sieht, dann ist der Schritt erst recht richtig gewesen. Und ja, deswegen bin ich happy, dass ich den Schritt gewagt habe. Mit welchen Dingen bist du positiv überrascht und mit welchen Dingen bist du eher negativ überrascht? Wenn ich so mit Ex-QPR-Spielern ein Interview geführt habe, die sagten mir immer, das Traininggelände wäre vielleicht nicht up to standard. Kann man sagen, dass das Trainingsgelände jetzt nicht das Neueste ist, aber man hat alles, was man braucht. Man hat einen Pool, man hat eine Dusche, man hat ein Eisbecken, man hat Behandlungsbänke, also ist alles da, was man braucht. Und ein Gym, ein großes. Und ja, das ist natürlich in Deutschland anders. Alles ein bisschen moderner, alles schon fortgeschrittener, aber wie man hier hört, ist ja QPR dran, was neues Trainingsgelände aufzuziehen. Da bin ich mal gespannt, wie das danach aussehen wird. Mit welchen Dingen bist du positiv beeindruckt? Vielleicht die Stadt oder die Liga, wie du schon vorher gesagt hast? Ja, die Liga, die überrascht mich extrem. Viele sagen, die meisten der Mannschaften schlagen den Ball nur hoch nach vorn, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist ein gesunder Mix. Manche spielen einen sehr gepflegten Fußball, manche streuen auch mal einen hohen Ball mit ein, aber ist eher die Qualität, den Ball flach zu lassen und ja, extrem schnelle Spieler und ja, daran muss man sich gewöhnen und sich darauf einstellen. QPR hat sehr viele junge Spieler, Eze, Kakai, Ilias, Che. Wer überzeugt dich am meisten? Wen sagst du, dieser Spieler hier wird eines Tages in der Premier League was reißen können? Gibt es irgendeinen vielleicht? Ja, also jetzt, wenn man gesehen hat, die Vorbereitung und die Saison, ganz klar Epps, also SC. Und ja, der Junge ist eine absolute Granate. Mit sowas Guten habe ich selber noch nie zusammengespielt in Deutschland. Und ja, also ich denke, es wird nicht lange dauern, dann spielt der Junge in der Premier League. Was sind deine Saisonziele persönlich und glaubst du, dass die Mannschaft den Aufstieg schaffen kann oder ist der Nicht-Abstieg vielleicht das Saisonziel? Ja, auf jeden Fall ist es geplant gewesen oder das Saisonziel gewesen, besser abzuschneiden als letztes Jahr. Dieses Saisonziel kann man natürlich so weit fächern, wie man möchte, aber es ist schon das Ziel, eine gute Saison zu spielen, vielleicht eine Überraschung zu sein. Und klar, wir haben einen schlechten Start gehabt mit 4 Niederlagen am Anfang, aber ja, ich denke, wir haben uns jetzt gut gefangen. Defensiv stehen wir besser, haben noch 2 richtig gute Stürmer am Transferende dazu bekommen und ja, ich denke, dass wir eine Überraschung sein können. Was hat dein Kumpel Sebastian Polter dir über den Verein erzählt? Nur Positives. Also das fing damit an, dass er den Staff gelobt hat, dass er die Fans gelobt hat, die Stadt. Ja, also es ist alles nur Positives gewesen und er hat gesagt, dass ich das auf jeden Fall machen soll, nachdem er gehört hat, dass ich das Angebot habe. Und ja, deswegen habe ich auch nicht lange gezögert und habe das Angebot angenommen. Viele hatten damals nicht verstanden, warum er zurückgewechselt ist. Kannst du uns etwas darüber sagen? Januar 2017, glaube ich. Wir standen mit Union Berlin sehr gut, haben um den Aufstieg mitgespielt. Ich denke, seine Situation, seine persönliche, war bei QPR zu dem Zeitpunkt nicht die beste. Ich denke, er hat nicht so viele Spiele gemacht zu dem Zeitpunkt und ja, deswegen wollte er, denke ich mal, ist sein Herzensverein Union Berlin zurück. Da ist er gefühlt schon jetzt eine Legende, obwohl er
noch nicht so lange da war wie vielleicht manch anderer da, aber er ist schon eine Legende. Und ja, deswegen konnte man ihn auch verstehen. Er wollte auch zu mir zurück, habe ich auch verstanden. Ne? Und ja, deswegen konnte man es verstehen. Wenn wir schon über Union Berlin reden, fehlt der Verein und glaubst du, dass du wie Sebastian Polter eines Tages zurückkehren möchtest? Also ich denke jetzt generell nicht an eine Rückkehr nach Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt. Für mich läuft es gut hier. Ich bin neu, bin Kapitän einer sehr guten Mannschaft. Ich spiele jedes Spiel, habe bis jetzt nur ein Spiel gefehlt, verletzungsbedingt. Und ja, deswegen will ich mich hier absolut durchkämpfen und ja, so hoch wie möglich kommen, ja, um mein eigenes Potenzial so gut wie möglich auszuschöpfen. In Berlin und jetzt London. Welche Stadt gefällt dir besser und was sind jetzt die größten Unterschiede zwischen den beiden Städten? Ja, also der Verkehr ist hier katastrophal. ja, das ist eigentlich so das, was negativ am meisten auffällt, dass wirklich der Verkehr hier extrem ist. Sonst sind beide Städte sehr schön, haben einen gesunden Mix aus Kultur und moderner Architektur. Und ja, wie du schon gesagt hast, da brauche ich mich nicht beklagen mit den Städten. Und ja, beide Städte gefallen auch meiner Frau. Ja, deswegen denke ich, dass ich mit London auch eine sehr gute Wahl da getroffen habe. Deutschland ist mit den Fans, die nahe dran sind, immer jeden Tag die Spieler anfeuern. Oder befolgt du es, wie es hier ist? Ja, es ist ja. Man kann ja nicht sagen, dass die Fans, die in Deutschland zugucken, dass sie einen anfeuern beim Training. Deswegen, mir ist es eigentlich egal, ob da Fans da sind oder nicht. Man ist einfach immer hoch konzentriert bei den Trainingseinheiten, dass man so und so nichts mitbekommt. Und ja, deswegen, ob da nun 20 Fans draußen stehen oder nicht, das ist eigentlich für den Profifußballer, denke ich mal, egal. Du hast schon sehr viel erreicht in deiner Karriere. Gibt es irgendetwas, wo du dir sagst, das will ich noch erreichen? Und welcher ist dein stolzester Tag in deinem Leben, in deinem Fußballerleben? Was ich auf jeden Fall noch mal erreichen möchte, ist in irgendeine Liga aufzusteigen, also in eine erste Liga, egal ob es Premier League ist oder Bundesliga, aber ich denke eher, da ich jetzt in England bin, das Ziel Premier League Aufstieg, das wäre mal ein Traum. Und mein stolzester Tag, ja, wenn ich jetzt rein von der menschlichen Seite ausgehe, war es der Tag, als meine Tochter geboren ist. Und wenn ich vom Sportlichen ausgehe, war das vor 2 Jahren Pokalspiel gegen Borussia Dortmund, wo wir echt bis ins Elfmeterschießen gekommen sind und da leider gescheitert sind. Ja, das war so der stolzeste Tag sportlich gesehen. Dann hast du ja zweimal gewonnen als Dortmund-Fan. Als Dortmund-Fan, ja, war ich danach nicht so traurig, dass Dortmund weitergekommen ist, aber ich wäre schon gerne mit Union Berlin im Pokal weitergekommen, weil wir echt ein gutes Spiel abgeliefert haben, ja, gegen Mario Götze, gegen Dembele, Sokratis, all die Namen, die da gespielt haben, ja, spielt man dann nicht so häufig und da haben wir echt als Mannschaft eine sehr gute Performance abgeliefert. Hätten eigentlich nach 120 Minuten gewinnen müssen, aber ja, im Elfmeterschießen sind dann leider die Nerven versagt. Kann Lucien Favres Mannschaft dieses Jahr die Bundesliga wieder gewinnen nach 6 Jahren? Ja, also wenn man so die Spiele gewinnt, wie sie gerade gewinnen, auch mit ein bisschen Glück, mit Können und Glück, kann das was werden. Aber ja, wir wissen alle, wenn der FC Bayern ein bisschen Mut im Bauch hat, dann wird das eine schwere Kiste. Und ja, man kann nur hoffen, dass Bayern München vielleicht noch ein bisschen weiter schwächelt und dass die Liga dann halt spannend bleibt. Ist Niko Kovac der richtige Trainer für dich, für Bayern? Viele sagen, er ist nicht bereit, so eine große Mannschaft zu trainieren momentan. Ich denke schon, dass er der richtige Trainer ist. Er hat sehr viel Erfahrung auch schon als Spieler gesammelt. Er hat in großen Teams gespielt. Ich denke nicht, dass es daran scheitert. Ich denke, er weiß, wie er mit Stars, wie es in der Mannschaft viele gibt, umzugehen hat. Und ja,
Ich denke einfach nur, dass da nur an ein, zwei Rädchen gedreht werden muss und dann läuft die Maschine wieder. Noch zwei große Fragen. Kann Union Berlin den Aufstieg endlich schaffen? Nach so vielen Jahren, 20 Jahre. Ja, wenn man sieht, was sie dieses Jahr für ein Team haben, haben gut aufgerüstet, haben den Kader nochmal komplett umgekrempelt, haben auch in der Offensive extrem viele Möglichkeiten auch zu wechseln. Wie man sieht, rotiert der Trainer da auch extrem viel. Man hört nur Gutes vom Trainer. Und ja, wenn man jetzt nach, ich weiß gar nicht wie viele Spiele, nach 8 oder 9 Spielen immer noch ungeschlagen ist, denke ich schon, dass man da ein Wörtchen mitreden kann um den Aufstieg. Ja. Die letzte Frage: Hat der deutsche Fußball abgenommen? Bei der WM hat es nicht so geklappt. In der Champions League in den letzten 5 Jahren haben die deutschen Clubs nicht so performt wie früher eben mit Dortmund, Bayern oder Schalke. Kann man sagen, dass der deutsche Fußball ein bisschen gefallen ist? Würde ich vielleicht so nicht sagen. Ich denke, dass viele auch extrem nachgezogen haben. Auch mit den Jugendakademies, wenn ich gerade jetzt den englischen Fußball sehe, da sind ja neue Spieler geworden, die jetzt komplett einen anderen Style spielen. Wenn man Sancho sieht, wenn ich bei uns es sehe in der Mannschaft sehe, das ist alles viel technikveranlagter und ja, so kommt natürlich alles nach und jeder hat mal gute Zeiten, jeder hat mal schlechte Zeiten und ja, ich denke, dass wir uns wieder fangen werden und jetzt in der Nations League Niederlande und Frankreich schlagen werden, die nächsten 2 Spiele. Jetzt kleine Fragen, du als Union Berlin Legende, würdest du jemals zu Hertha wechseln? Nein. Als Dortmund-Fan, Schalke, würdest du ein Angebot von Schalke akzeptieren? Würde ich auch nein sagen, ja. Dein Kindheitsvorbild? Mein Kindheitsvorbild war Michael Ballack. Und deine heutige Inspiration? Ja, da muss ich sagen, so die deutschen Innenverteidiger, Boateng, Hummels, aber schon eher mehr Hummels. Boateng hat auch ein bisschen abgenommen. Vom Gewicht her. Nein. Wie gesagt, man kann nicht, denke ich mal, immer auf dem allerhöchsten Niveau spielen. Und ich denke, es wird auch immer extrem kritisch gesehen, so wie bei Mario Götze. Wenn man mal ein normales Spiel hat, dann sind die Jungs schon schlecht. Was medial dann immer ein bisschen zu extrem bewertet wird, finde ich. Und ja, deswegen würde ich nicht sagen, dass die Jungs leistungstechnisch dann irgendwie abgenommen haben. Bist du einverstanden damit, dass das WM-Tor Mario Götze vielleicht im Nachhinein mehr schlecht als gut getan hat? Weil der Druck war natürlich überdimensional. Die Medien erwarten natürlich extrem viel von ihm. Ein normales Spiel ist schon schlecht bei ihm. Deswegen, wenn er normal spielt, wird er in Deutschland schon auseinandergenommen. Ich denke, Marco Reus hat es vor kurzem auch gesagt, man sollte den Jungen einfach mal in Ruhe lassen oder in Ruhe Fußball spielen lassen. Und ja, er spielt ja immer noch guten Fußball, nur nicht jetzt vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt den Weltklasse-Fußball, den die meisten von ihm erwarten, aber ich denke schon, dass es immer noch ein hervorragender Fußball ist, einer der besten mit in Deutschland und das wird man auch auf lange Sicht wieder sehen. Zweite Bundesliga oder Championship? Championship. Der beste Gegner? Mein bester Gegner? Dembele von Borussia Dortmund damals. Bester Mannschaftskollege? Sebastian Polter. Traumverein. Traumverein. Du bist Dortmund-Fan, aber ist es auch dein Traumverein? Ja, also jetzt Borussia Dortmund-Fan, würde ich sagen. Ich würde ihn auch immer unterstützen, aber so Traumverein, wo ich gerne mal spielen würde, würde ich auch Dortmund sagen, ja. Traumspieler, einer mit dem du gerne zusammenspielst, spielen würdest. Gündogan. Dein Traumstadion, ein Stadion, in dem du noch nie gespielt hast? Camp Nou. Serie A oder Liga? Welche Liga ist besser? La Liga. Hummels oder Metzelder? Hummels. Kahn oder Neuer? Neuer. Lewandowski oder Alcacer, wer wird dieses Jahr Torschützenkönig in der Bundesliga? Leider Lewandowski. Bayern wird die Champions League gewinnen, ja oder nein? Nein.
Ronaldo oder Messi? Ronaldo. Schweinsteiger oder Kroos? Schweinsteiger. Traumverein in England? Traumverein in England? Liverpool. Und Premier League-Gewinner diese Saison? Liverpool. Letzte Frage, wer ist dein Favorit zum Aufstieg in die Premier League? Drei Vereine von der Championship. Drei Vereine? Wenn du jetzt... Ja. Ich denke Leeds, Middlesbrough, danach kommt viele. QPR, ne? Wir sind die Überraschung. Nicht die Favoriten, aber wir sind die Überraschung. Du hast nach Favoriten gefragt. Ich denke Derby County. Vielen Dank für deine Zeit, Toni. Danke. Ja.